Hallo liebe Naturfreunde, heute sammeln wir die Beeren der Eberesche, auch Vogelbeeren genannt. Entgegen der landläufigen Meinung sind diese Früchte nicht giftig. Im Rohzustand enthalten sie Parasorbinsäure, die bei empfindlichen Personen leicht zu Magenschmerzen führen kann. Durch Erhitzen werden sie verträglich und schmecken leicht säuerlich und bitter. Durch Einfrieren werden diese Bitterstoffe ebenfalls größtenteils abgebaut. Man wartet also mit der Verarbeitung bis zum ersten Frost, wobei dann die meisten Beeren schon abgefallen sind, oder man steckt die Beeren für einen Tag in die Gefriertruhe. Wir zupfen die Beeren von den Stängeln und waschen diese gründlich, diesmal in warmem Wasser. Auf den Früchten befinden sich oftmals bräunliche Beläge, die sich dann sehr leicht lösen. Anschließend stecken wir die gewaschenen Beeren für 24 Stunden in die Gefriertruhe. Nach besagter Wartezeit geben wir ca. 300 Gramm Beeren in einen Topf und tauen sie wieder auf. Nun gibt man entweder einen frischen Apfel dazu oder 200 ml Apfelsirup. Diesen Apfelsirup stellen wir in größeren Mengen aus unserem Fallobst im Garten her, teilweise auch aus unreif abgefallenen Äpfeln. Falls euch dieser Sirup auch interessiert, ich packe den Link zum Video in die Videobeschreibung. Dann zerdrücken wir die Beeren mit einem Kartoffelstampfer. Im Sieb gestaltet sich das Ganze etwas schwierig, da die Beeren trotz Kochen relativ hart bleiben. Anschließend kochen wir das Ganze einmal auf und gießen es dann durch ein Sieb. Falls euch dieses Video gefällt und ihr gerne mehr zum Thema Verarbeitung von Wildfrüchten und Selbstversorgung erfahren wollt, dann abonniert gerne unseren Kanal. Die Fruchtrückstände drücken wir im Sieb anschließend gründlich aus. Was macht ihr eigentlich mit solchen Pressrückständen? Verwendet ihr die noch weiter? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Wir haben uns dazu was Besonderes überlegt. Dies zeigen wir euch in einem der nächsten Videos. Wir haben hier jetzt ein kräftig orangefarbenes Mousse erhalten, das die Grundlage unserer Marmelade bildet. Die nächste Besonderheit seht ihr hier. Wir verwenden zum Gelieren keinen Gelierzucker, sondern selbst hergestelltes Apfelpektin. Dazu gibt es ebenfalls schon ein Video. Ich packe den Link in die Videobeschreibung. Wie bei den meisten selbst hergestellten Sachen gibt es hier keine ganz exakte Dosieranleitung. Ich habe hier etwa 400 ml Fruchtmus und gieße nun 50 ml Apfelpektin dazu. Der Zucker befindet sich schon im Apfelsirup, etwa 50%. Und die Vogelbeeren besitzen sehr viel Säure. Somit setze ich keine Zitronensäure hinzu, die normalerweise für das Apfelpektin nötig wäre. Nach dreimaliger Gelierprobe ist der Tropfen rechts fest geworden. Meine Kochzeit betrug ca. 5 Minuten. Aber wie vorhin schon gesagt, die Gelierprobe ist hier sehr, sehr wichtig. Dann kann die Marmelade in ein ausgekochtes Glas abgefüllt werden. Hier im Topf befindet sich noch ein kleiner Rest und man sieht, dass das Ganze sehr gut geliert hat, trotz wenig Zucker. Bei der Verwendung von Apfelpektin statt Gelierzucker muss Säure hinzugefügt werden, wenn die Marmelade mit säurearmen Früchten hergestellt wird. Die Vogelbeerenmarmelade schmeckt säuerlich und leicht bitter. Ich persönlich finde, der Geschmack passt am besten zu Käse, vor allem Frischkäse. Oder auch schnittfester Käse oder Camembert. Wusstet ihr, dass die Eberesche sehr Vitamin C-haltig ist? In Osteuropa werden diese Bäume kultiviert und intensiv genutzt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Das war's für heute zum Thema Eberesche. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis bald.